Im Leben von Jasmin Gerhardt spielen Kinder eine ganz besondere Rolle. Schließlich ist die Schauspielerin selbst Mutter von zwei Töchtern. Das kann manchmal ganz schön hektisch werden. Und doch sind die Kleinen ihr ganz großer Ruhepol. Ich liebe es einfach, mit Kindern zusammen zu sein, weil die mich schlagartig aus meiner Birne bringen, ja, in der ich mich ja 90% des Tages aufhalte. Dieses permanente Denken und in der Vergangenheit hängen oder in der Zukunft hängen. Und mit Kindern bin ich einfach schlagartig in der Gegenwart. Und das ist wahrscheinlich das, was mich so entspannt und auch glücklich macht. In Berlin nahm sie gerade mit Kindern gemeinsam ein Hörspiel für ein Charity-Projekt auf. In der Geschichte geht es darum, anderen Menschen zu helfen. Die Arbeit im Tonstudio ist für Jasmin Gerhardt immer eine schöne Erfahrung. Es ist wie das Abtauchen in eine andere Welt. Ich mag das gerne. Ich finde das ich bin gerne in so einem Tonstudio. Es ist wie so unter so einer Käseglocke. Man kriegt nichts mit von der Außenwelt, man ist so ganz für sich und ich mag das gerne. Doch sich dauerhaft von der Welt abzuschotten, das entspricht nicht Jasmin Gerhardt. So war sie im Sommer in Äthiopien und unterstützte vor Ort ein Projekt von UNICEF. Prägende Erlebnisse, die sie auch an die Kinder in Berlin weitergibt. Ich habe ihnen einfach erzählt, dass es wirklich eine andere Welt ist in Äthiopien. Und das haben die anhand der Bilder ja auch gesehen, ja? Dass die Menschen anders aussehen, anders leben, dass es diesen Luxus nicht gibt, den wir hier gewohnt sind. Also es gab auch viele Bilder, auf denen die Kinder keine Schuhe tragen. Und das fanden die schon sehr faszinierend, dass es sowas auch noch gibt. Ihre Reise nach Afrika hatte aber wenig mit Romantik zu tun, denn in Äthiopien sterben noch immer viele Mütter und deren Neugeborene an den Folgen einer Tetanuserkrankung. Jasmin Gerhardt engagiert sich im Kampf gegen Tetanus und sieht, dass diese heimtückische Krankheit zu besiegen ist. Es war schön zu sehen, dass tatsächlich diese Aufklärung Früchte trägt, dass es Sinn macht. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Mütter da vor Ort waren, aber es waren bestimmt so 60, 70 Frauen, die unglaublich weite Wege auf sich genommen haben. Und ich habe die Mütter als sehr hoffnungsvoll empfunden und auch als froh, dass es diese Möglichkeit gibt, sich und ihr Baby zu schützen. Das macht Mut, denn ein unbeschwertes Heranwachsen sollte für alle Kinder auf der Welt irgendwann ganz natürlich sein. Und das hofft wohl nicht nur Jasmin Gerhardt.